این درس 47 از مکالمه آلمانی است. Hören Sie diesem Gespräch zu. Entschuldigen Sie bitte, wo kann ich hier telefonieren? Gehen Sie zur Post, dort können Sie telefonieren. Ah ja, wie komme ich denn zur Post? Die Post ist nicht weit. Gehen Sie immer geradeaus, dann sehen Sie links die Post. Vielen Dank. Bitte. Dann sehen Sie bedeutet. Sepas mibinit. Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Entschuldigen Sie bitte, wo kann ich hier telefonieren? Gehen Sie zur Post, dort können Sie telefonieren. Ah ja, wie komme ich denn zur Post? Die Post ist nicht weit, gehen Sie immer geradeaus, dann sehen Sie links die Post. Vielen Dank. Bitte. تصور کنید در خانه یکی از آشنایانتان هستید. Wie sagt man? در خانه شما یا نزد شما. Bei Ihnen. Wie fragen Sie? آیا می توانم از خانه شما تلفن بزنم؟ Darf ich vielleicht bei Ihnen telefonieren? Darf ich vielleicht bei Ihnen telefonieren? Wie sagt er? Bale, albatte. Aber natürlich. Telefon an taraf ast. Das Telefon ist dort drüben. Das Telefon ist dort drüben. آیا شماره تلفن رو دارید؟ Haben Sie die Telefonnummer? Haben Sie die Telefonnummer? یا به یک کتاب اطلاعات تلفن نیاز دارید؟ Oder brauchen Sie ein Telefonbuch? Oder brauchen Sie ein Telefonbuch? Sagen Sie, man geht schon mal das Telefon daran. Ich habe eine Telefonnummer. Amma mutmain istam. Aber ich bin nicht sicher. Aber ich bin nicht sicher. که اون صحیح باشه. Ob es die richtige ist. Ob es die richtige ist. مطمئن نیستم که صحیح باشه. Ich bin nicht sicher, ob es die richtige ist. Ich bin nicht sicher, ob es die richtige ist. Begit ke un shomare sahih nist. Es ist nicht die richtige Telefonnummer. Es ist nicht die richtige Telefonnummer. Man یکی دیگه اینجا دارم. Ich habe noch eine hier. Noch eine. Ich habe noch eine hier. شما دوباره سعی میکنید و تلفن میزنید. اما طرف مقابل خیلی سریع صحبت می کند. به آشنایتان بگویید فکر می کنید این شماره صحیح باشه. Ich glaube, das ist die richtige Telefonnummer. Ich glaube, das ist die richtige Telefonnummer.
اما نمیفهمم چی میگه. Aber ich verstehe nicht, was er sagt. Ich verstehe nicht, was er sagt. آشنای شما گوشی رو میگیره و صحبت میکنه. وقتی کارتون تموم میشه، تشکر میکنید. Vielen Dank. خواهش میکنم. Bitte. بعدن در حین خوردن قهوه و کیک از او میپرسید چه میکند. به شما میگم چی باید بپرسید و چی جواب بدید. این سوالات دارای کلمه then هستن که باید در انتهای سوال قرار بگیرن. Fragen Sie ihn, wo er arbeitet. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in der Stadt. Fragen Sie ihn, ob er seine Arbeit denn mag. Mögen Sie Ihre Arbeit denn? Mögen Sie Ihre Arbeit denn? Ja, sehr. Meine Arbeit ist interessant. Fragen Sie ihn, wie lange er schon in der Talstraße wohnt. Talstraße. Wie lange wohnen Sie schon in der Talstraße? Wie lange wohnen Sie schon in der Talstraße? Seit 3 Jahren. Fragen Sie ihn, wo er vorher gewohnt hat. Wo haben Sie vorher gewohnt? Wo haben Sie vorher gewohnt? Vorher habe ich in der Stadt gewohnt. Fragen Sie ihn, ob er Kinder hat. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Fragen Sie ihn, wie alt seine Kinder denn sind. Wie alt sind Ihre Kinder denn? Wie alt sind Ihre Kinder denn? Mein Sohn ist 18 und meine Tochter ist 19. Fragen Sie ihn, was seine Kinder machen. Was machen Ihre Kinder? Er antwortet: بچه‌های من هنوز تحصیل می‌کنن. به مدرسه میشه؟ Zur Schule. Schule. Zur Schule. پسرم به مدرسه میره. Mein Sohn geht zur Schule. Mein Sohn geht zur Schule. او هنوز به مدرسه میره. Er geht noch zur Schule. Er geht noch zur Schule. و دخترتون؟ Und ihre Tochter? Wie sagt man به مدرسه؟ Zur Schule. آیا او هم هنوز به مدرسه میره؟ Geht sie auch noch zur Schule?
Geht sie auch noch zur Schule? Ihr Bekannter antwortet: Na, دختر من به دانشگاه میره. به دانشگاه میشه؟ Wiederholen Sie: Zur Universität. Sität. Versität. Universität. Zur Universität. Na, دخترم به دانشگاه میره. Nein, meine Tochter geht zur Universität. Nein, meine Tochter geht zur Universität. او هم اکنون به دانشگاه میره. Sie geht schon zur Universität. Sie geht schon zur Universität. توجه کنید که Schule در زبان آلمانی به دبستان و دبیرستان گفته میشه، نه به تحصیلات عالی. بگید او به مدرسه نمیره. Sie geht nicht zur Schule. Sie geht nicht zur Schule. Sagen Sie, او به دانشگاه میره. Sie geht zur Universität. Sie geht zur Universität. او پزشکی میخونه. Wiederholen Sie. Sie studiert Medizin. Medizin. Studiert. Studiert. Sie studiert Medizin. Wie sagt man? او در دانشگاه تحصیل میکنه. Sie studiert. Fragen Sie ihn, was seine Tochter studiert. Was studiert Ihre Tochter? Was studiert Ihre Tochter? او پزشکی میخونه. Sie studiert Medizin. Fragen Sie, کجا به دانشگاه میره؟ Und wo geht sie zur Universität? Und wo geht sie zur Universität? Wie sagt ihr Bekannter? او در مونیخ به دانشگاه میره. Sie studiert in München. با قرار دادن پزشکی در آخر جمله بگید او در مونیخ پزشکی میخونه. Sie studiert in München Medizin. Sie studiert in München Medizin. او در مونیخ به دانشگاه میره. Sie geht in München zur Universität. Sie geht in München zur Universität. توجه کنید که کلمه zur ترکیبی است از zu der یعنی به، مثلا به جایی. Sagen Sie دخترم هم اکنون به دانشگاه میره. Meine Tochter geht schon zur Universität. Meine Tochter geht schon zur Universität. و پسرم هنوز به مدرسه میره. Und mein Sohn geht noch zur Schule.
und mein Sohn geht noch zur Schule. او هنوز یک سال دیگر مدرسه داره. hat noch ein Jahr. Fragen Sie, و میخواد بعدش چیکار کنه؟ Und was möchte er nachher machen? Was möchte er nachher machen? هنوز نمیدونم. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. بعدش چیکار میکنه؟ Was er nachher macht. Was er nachher macht. او میخواد به آمریکا بره. از فعل fahren استفاده کنید. möchte nach Amerika fahren. möchte nach Amerika fahren. اما یک سفر به آمریکا خیلی گرونه. Aber eine Reise nach Amerika ist sehr teuer. Aber eine Reise nach Amerika ist sehr teuer. قهوه خودتون رو تموم میکنید و یادتون میاد که باید به اداره پست برید. Wie sagt man? به اداره پست. Zur Post. Sagen Sie, man hanus bayad be idare post beram. Ich muss noch zur Post gehen. Ich muss noch zur Post gehen. Mitunit be man begit. Können Sie mir sagen, اداره پست کجاست؟ Wo die Post ist? میتونید به من بگید اداره پست کجاست؟ Können Sie mir sagen, wo die Post ist? Können Sie mir sagen, wo die Post ist? sagt. Bale, albatte. Aber natürlich. Az inja dur nist. Sie ist nicht weit von hier. Sie ist nicht weit von hier. او به سمت در میره و میگه نگاه کنی. Wiederholen Sie. Sehen Sie. Sehen. Sehen Sie. اونجاست. در سمت راست. Sie ist dort drüben rechts. میتونید اونو ببینید؟ Können Sie sie sehen? Können Sie sie sehen? بله، اونو میبینم. Ja, ich sehe sie. Wie sagt man? Jeg name. Ein Brief. Der Brief.
Ein Brief. من یک نامه دارم. Ich habe einen Brief. Einen Brief. از یک دوست مؤنث صحبت میکنید. بگید این یک نامه برای یک دوست در آمریکاست. Es ist ein Brief für eine Freundin in Amerika. Es ist ein Brief für eine Freundin in Amerika. متشکرم و خداحافظ. Danke und auf Wiedersehen. حالا میشنوید چطور گفته میشه من جستجو میکنم یا دنبال چیزی میگردم. Wiederholen Sie. Ich suche. Ich suche. Wie sagt man? شما جستجو میکنید. Sie suchen. Suchen. Sie suchen. ببخشید. اداره پست بعدی یا نزدیکترین کجاست؟ Entschuldigen Sie, wo ist die nächste Post? Entschuldigen Sie, wo ist die nächste Post? Er fragt: شما دنبال اداره پست می‌گردید؟ Sie suchen die Post? Sie suchen die Post? اداره پست اونجا در اون طرف هست. Die Post ist dort drüben. Die Post ist dort drüben. حالا تصور کنید در جستجوی اداره پست هستید. از یک رهگذر میپرسید اداره پست کجاست. در ابتدا میگید Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. من دنبال اداره پست میگردم. Ich suche eine Post. از او بپرسید آیا میداند اداره پست کجاست؟ Wissen Sie vielleicht, wo eine Post ist? Ja, sehen Sie die Straße dort drüben? Der Antaraf, Anja, der Samte Ross. Dort drüben rechts? Ja, die kleine Straße dort. Ah, vale, ono mibina. Ah ja, ich sehe sie. Aber wissen Sie, dass die Post heute geschlossen ist? Euer اداره پست امروز تعطیله. چرا؟ Die Post ist heute geschlossen? Wieso? Heute ist ein Feiertag. امروز یک روز تعطیله. Ein Feiertag. Euer اداره پست فردا بازه. Ist die Post morgen geöffnet? Ja, morgen ist sie geöffnet, von 8 Uhr bis 18 Uhr. Bale, farda baze, az sa'ate 8 ta 18. Tashakkur konid va khodahafizi.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt noch ein paar Rechenübungen auf Deutsch. Hallo, Chan Misal, as Hesabe Sade. Antworten Sie auf die Fragen. به سوالات جواب بدید. باید عدد 11 رو به این اعداد اضافه کنید. Wie viel macht 15 und 11? Sechsundzwanzig. Das macht 26. Wie viel macht 31 und 11? 42. Das macht 42. Wie viel macht 53 und 11? 64. Das macht 64. Wie viel macht 87 und 11? 98. Das macht 98. Wie viel macht 108 und 11? 119. Das macht 119. Wie viel macht 146 und 11? 157. Das macht 157. Wie viel macht 184 und 11? 195. Das macht 195. و حالا کافی است. Und jetzt genug. پایان درس 47.